Ben zekama güveniyorum. Organize bir suç teşkilatı kurarsam çok sıkı bir teşkilat kurarım. İnanın bugüne kadar dünyada yaşanmamış, yaşanamamış olayları dünyaya yaşattırırım. Ich kann nicht sagen, ob dieses Video online bleiben wird. Es ist der kontroverse Teil der ganzen Serie und behandelt türkische Politiker, die Regierung und Recep Tayyip Erdoğan im Zusammenhang mit Sedat Peker. Daher schaut es euch am besten sofort an. Es könnte innerhalb von 72 Stunden heruntergenommen werden. Oberkanlıktan ayrılacağım. Oberkanlıktan ayrılacağım da. He? Tasmayı takacağım sürü. Karısının iç çamaşırına sığınan aciz. Abi bir Ankara'ya gitsen bu işi toparla. Karıya, kıza, anaya olmaz. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik milleti coşturuyorlar. Mit schockierenden Enthüllungen, die die Türkei bis heute in Atem halten, hat Sedat Peker das dunkle Netzwerk aus Unterwelt und Regierungskreisen der Öffentlichkeit präsentiert und die halbe Welt sah dabei zu. Seine 10 Enthüllungsvideos haben mit über 100 Millionen Aufrufen schwere Anschuldigungen gegen AK-Parti-Politiker und deren Familienmitglieder erhoben. Die Folgen seiner Enthüllung werfen bis heute noch Fragen auf. Mordfälle, Ministerwechsel und Sedat Pekers plötzlicher Rückzug aus der Öffentlichkeit. Vom berüchtigten Unterweltboss zum Geschäftsmann und nun zum Dissidenten. Aber was genau enthüllen seine Aussagen? Sedat Peker hat die Türkei seit über 1,5 Jahren nicht mehr betreten, als er sein erstes Enthüllungsvideo aufnahm. Während seines Exils reiste er durch verschiedene Länder, wo mehrere Versuche unternommen wurden, ihn einzufangen und in die Türkei zurückzubringen. Am 2. Mai 2021 sorgte dann das erste Video von Sedat Peker für Aufsehen in der Öffentlichkeit. Er enthüllt zu Beginn, dass er gebeten wurde, seine brisanten Videos einzustellen. Eine Aufforderung, der er anfangs nachkam, als er vor dieser 10-teiligen Videoserie bereits ähnliche Videos veröffentlicht hatte. Es wurde ihm versprochen, dass er nach 2021 in die Türkei zurückkehren könne. Doch dazu kam es nicht. Und nach einem Jahr der Funkstille meldete sich Sedat Peker aus Dubai zurück. Beni öldürmek belki mümkündür. Ama Allah'a yemin olsun. İnandığım tüm kutsal değerlere yemin olsun. Beni küçültmek asla mümkün değildir. In diesem ersten brisanten Video richtet Peker seinen Fokus scharf auf Mehmet Ağar, dem ehemaligen Innenminister und Polizeichef, den er als Kopf des türkischen Tiefenstaats bezeichnet. Außerdem greift er auch die Pelikan-Gruppe an, eine Art Think Tank, die zu Berat Albayrak, dem Schwiegersohn von Recep Tayyip Erdoğan und dessen Bruder Sedat Albayrak, gehört. Es ist wichtig zu betonen, dass die Albayraks separat von der Erdoğan-Familie betrachtet werden müssen. Die Albayraks sind eine einflussreiche Familie in der Türkei, die erheblichen medialen Einfluss und Verbindungen zur Exekutive besitzen. Sie verfolgen ihre eigenen Ziele und Interessen. Peker beschuldigt Berat Albayrak, für die Polizeioperation in seinem Haus im April verantwortlich gewesen zu sein, obwohl er selbst seit 1,5 Jahren nicht mehr im Land ist. Dabei schildert er Details, wie seine Frau gegen die Wand geworfen und eine Waffe auf seine kleine Tochter gerichtet wurde, was ihn sehr wütend macht. Benim kızımın bir damla gözyaşı için kızlarımın ben dünyayı yakarım. Vallahi de yakacağım. Er thematisiert auch die Verhaftung des aserbaidschanischen Geschäftsmanns Mübariz Masimov, für dessen Schutz Peker verantwortlich war. Masimov ist ein Milliardär, der von Forbes unter den 500 reichsten Geschäftsleuten der Welt gelistet wurde und enge Beziehungen zur Erdoğan-Familie pflegte. Laut Peker wurde er aufgrund falscher Anschuldigungen als FETÖ-Anhänger inhaftiert und sitzt seitdem im Gefängnis. Zudem erzählt Peker davon, dass der Yalıkavak-Yachthafen von Masimov in Bodrum, einer der renommiertesten Superyachthäfen der Welt, unter dubiosen Umständen und weit unter Wert verkauft wurde und an Mehmet Ağar überging. In einer wahrscheinlich symbolischen Antwort wird nur 4 Tage nach der Veröffentlichung dieses Videos Tolga Ağar, der Sohn von Mehmet Ağar, zum AK-Parti-Regionalkoordinator für die Marmara-Region ernannt. Am selben Tag erschien dann das zweite Video von Sedat Peker. Gleich zu Beginn des zweiten Videos packt Sedat Peker aus. Er spricht von dubiosen Geschäften mit Puderzucker in der Türkei, in die angeblich Mehmet Ağar verwickelt ist. Und nicht wundern, ich nutze das Wort Puderzucker als Synonym für die illegale weiße Substanz, da es in diesem Video noch häufig vorkommen wird. Peker enthüllt auch schwere Vorwürfe gegen den AK-Parti-Politiker Tolga Ağar, den Sohn von Mehmet Ağar, im Zusammenhang mit dem tragischen Schicksal der kirgisischen Journalistin Yeldana Kaharman. Ihr Tod im Herbst 2019 in Elazığ löst eine Welle von Spekulationen aus. Peker behauptet, Tolga Ağar habe sich an ihr vergangen und sie habe daraufhin Anzeige gegen ihn erstattet. Einen Tag später wird sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Offiziell heißt es, sie habe sich selbst das Leben genommen. Peker jedoch bezeichnet es als Mord, was die Generalstaatsanwaltschaft von Elazığ jedoch abstreitet. Der Autopsie
Siberisch wird aber erst 2 Jahre nach ihrem Tod von dem Journalisten Baransal Aja veröffentlicht und laut ihm weist der Bericht einige Unstimmigkeiten auf. Weiterhin erklärt Peker, wie 4,9 Tonnen Puderzucker als Fracht in Kolumbien entdeckt und für die Türkei bestimmt waren, ohne dass daraufhin eine ernsthafte Untersuchung im Land erfolgte. Er beschuldigt mehrere Personen, darunter Mehmet Ağar, an diesem massiven Puderzuckergeschäft beteiligt zu sein. Ulan bizim evimize köpek sokup narko aradılar. Ulan 5 ton kokain gelmiş, sahibini niye aramıyoruz? Etwa ein halbes Jahr nach diesem Video kündigt die Istanbuler Sicherheitsdirektion an, 14 Verdächtige in dem Zusammenhang mit dem 4,9 Tonnen Puderzucker festgenommen zu haben. Doch alle wurden später wieder freigelassen. Bir tane adamı gözaltına almamışlar. Rezilliğin öbür tarafı. Bugün yine düştü. 600 kilo bir yerde yakalanmış, o da Türkiye'ye geliyor. Devlet açıklama yapmış, Panama Devleti. Girin internette bakın. In einem weiteren Detail behauptet Peker, dass Mehmet Ağar den Geschäftsmann Mübariz Masimov mit Fethullah Gülen bekannt gemacht habe. 3 Tage später erscheint das schockierende 3. Video von Sedat Peker. Peker enthüllt, dass er einen Parlamentsabgeordneten hatte zusammenschlagen lassen, weil dieser abfällige Bemerkungen über die Frau von Präsident Erdogan gemacht hatte. Der betroffene Abgeordnete Feyzi İşbaran gab später öffentlich bekannt, dass Metin Külün derjenige war, der den Auftrag dazu an Peker erteilte und als Bindeglied zwischen Erdogan und Peker fungierte. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilini devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım. Yetmedi, mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım. Pişman mıyım? Değil. Karıya, kıza, anaya olmaz. Im späteren Verlauf werde ich noch detaillierter auf Külüngs Rolle eingehen, besonders in Bezug auf seine Aktivitäten in Deutschland. Peker greift erneut das Thema der 4,9 Tonnen Puderzuckerlieferung aus Kolumbien auf. Ohne die Entdeckung in Kolumbien wäre die Ladung in türkische Gewässer gelangt, dort auf Yachten umgeladen und schließlich zum Yalıkavak Yachthafen transportiert worden. Peker spricht auch über die Verbindung zwischen Mehmet Ağar und Fethullah Gülen und nennt Ağar ein Fetho-Anhänger. Er behauptet zudem, dem König von Marokko seien Drohnen im Austausch für seine Auslieferung angeboten worden, während er sich dort aufhielt. Beni Türkiye getirmek için Fas'a insansız aracı gibi ettiniz. İnsansız araçları oluyor, ben Türkiye. 4,5 uçuş iznimi iptal ettiler. E neden? Şu an bulunduğum ülke, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai izin veriyor. İtalya izin veriyor. Fas izin iptal. Ama bir önceki sefer vardı ya, oradan tecrübeliyim. Uçağa biner miyim? Ben tık yürüdüm tabii, altın içine girdim. Allah'tan Fas kralı namuslu adam. Babasından gelen bir geleneği varmış. Kendisine teslim olan kimseyi vermezmiş. Als Reaktion auf dieses Video bezeichnet Süleyman Soylu, der damalige Innenminister, Peker auf Twitter als Mafia-Abschaum. Peker sieht dies als eine Kriegserklärung. Mit seinem 4. Video nimmt Sedat Peker nun Süleyman Soylu ins Visier. Er beschuldigt Soylu, für die Feindschaft zwischen ihm und Berat Albayrak verantwortlich zu sein und legt offen, dass sein Verwandter Reşat Hacı Fazlıoğlu eng mit Soylu zusammenarbeitet. Die Albayraks stehen mit ihrer Ideologie im Kontrast zu Süleyman Soylu. Sadık Albayrak stammt von der islamischen Milli-Görüş-Bewegung und seine Söhne Berat und Serhat besuchten einst Gülen-Schule. Sie stehen für eine konservative islamische Politik, die mit dem rechtsgerichteten Kurs der AK-Partei durch die Koalition mit der MHP nicht ganz im Einklang steht. Sie wollen AK-Partei-Politiker als Minister sehen. Süleyman Soylu stammt aus dem rechten Spektrum und war früher Mitglied der Doğru Yol Partisi und ein Kritiker der AK-Partei. Bugün AKP'nin iktidarda olması AKP'nin mahanetinden değil, bizim kabahatimizden, bizim kabahatimizden. Seine Beliebtheit im rechten Flügel der Allianz hat ihm schließlich 2016 das Amt des Innenministers eingebracht. Peker behauptet zudem, Soylu habe auf einer Beerdigung zu seinem Verwandten Hacı Fazlıoğlu gesagt, dass Ermittlungen gegen Peker laufen und er das Land verlassen soll. Gleichzeitig hinterfragt Peker auch, warum Soylu, der noch vor 5 Monaten seine Zuneigung zu ihm bekundet hatte, sich jetzt gegen ihn stellt. Ben şunu anlamadım yalnız. Ben Berat Bey'le ilgili yayın yaptığımda bana haber yollayıp yayını durdur da sen dedi. Onu anlayamadı. Şimdi onunla sorunum var, bunu Türkiye biliyor. E şimdi ben onu diyorum, bu sana yoruyor. Artık o an nasıl bir denge oluştuysa veya çok mu karışıklık çıktı veya
Neden bunu söyledin onu da bilmiyorum. Ein Punkt, auf den Packer noch später genauer zurückkommen wird. Die lange Bekanntschaft zwischen Packer und Soylo wird ebenfalls beleuchtet. Packer betont, dass er und seine Familie Soylo schon seit langem in seiner politischen Karriere unterstützt haben. Interessanterweise, so Packer, habe Soylo den Polizeischutz für ihn sogar noch verlängert. Eine Behauptung, die Soylo später ablehnte. Benden 1,5 yıl önce verilmiş. Siz göreve gelmeden önce. Ben göreve gelmeden önce. Sonra da benim zamanımda da alındı. Oda TV veröffentlichte diesbezüglich den Beschluss vom Istanbuler Gouverneursamt, in welchem Packer zwischen 2018 und 19 Polizeischutz gewährt wurde. Im Schreiben steht, dass der Schutz für Packer fortgesetzt wird. Daher wird angenommen, dass Packer bereits seit 2017 unter Schutz stand. Am selben Abend postet Soylo auf Twitter und bezeichnet Packer als Mafia-Abschaum, der von jemand anderem kontrolliert wird. Ohne jedoch auf die konkreten Vorwürfe von Packer einzugehen. Dies führt zu einem Anstieg der Popularität von Sedat Packer in den sozialen Medien, weil die im Raum stehenden Anschuldigungen von Soylo unkommentiert blieben. Onu oradan kaldır oğlum. In seinem fünften Video hinterfragt Packer die dubiosen Umstände rund um die Einreise von Nadir Salivov, einem der einflussreichsten Mafia-Paten der Welt, in die Türkei, da dieser ein Einreiseverbot für das Land hat. Wie konnte er einreisen? Welcher Gerichtsbeschluss ermöglichte dies? Fragt Packer und legt nahe, dass Mehmet Ağar dafür verantwortlich ist, um mit ihm Mübariz Masimov zu beseitigen. Nadir Salimov, Guli, Türkiye'de organize suçlar tarafından gözaltına alınıp polis cinayetine karıştığı için deport edildi mi? Sedat Peker'in açıklamalarında iddia ettiği Nadir Salimov tekrardan Türkiye'ye giriş yapabilmiş mi? Yapabilmişse hangi mahkeme kararıyla, hangi birimin vermiş olduğu kararla Türkiye'ye giriş yapabilip deportu kaldırılmıştır? Packer behauptet weiterhin, dass Ağar und Soylo die durch die FETÖ-Prozesse frei gewordenen Stellen in der Justiz manipuliert haben, um ihre bevorzugten Staatsanwälte dort zu positionieren. In diesem Video bringt Packer auch Hadi Özışık ins Spiel, den Gründer mehrerer Nachrichtenportale in der Türkei. Özışık ist ein enger Vertrauter als auch Verwandter von Süleyman Soylo. Nach der Veröffentlichung des Videos stritt Hadi Özışık jeglichen Kontakt zu Packer ab und bezeichnet sich selbst als ehrenlosen Abschaum, sollte er Nachrichten zwischen Soylo und Packer vermittelt haben. Eğer Süleyman Soylu'dan Sedat Peker aman bu videoları durdursun vesaire gibi bir mesaj götürmüşsem buradan senin kanalında da söylüyorum. Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçak. Peker veröffentlicht daraufhin zwei heimlich aufgenommene FaceTime-Gespräche mit Özışık, die beweisen, dass die beiden sich sehr gut kennen. Abi gözünü seveyim, benim adımı niye geçirdin orada? In diesen Gesprächen erzählt Özışık, dass er Soylu gefragt habe, warum dieser sich zu Peker geäußert hat, obwohl sonst niemand von der AK-Partei dies getan hat. Auf diese Frage gab Soylu dann keine Antwort. Darüber hinaus hat Peker Özışık eine kleine Falle gestellt. Er fragt ihm im Gespräch, ob Soylu nicht noch vor 5 Monaten gesagt habe, dass er ihn mag. Ja, abi, bu adam sana söylemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz 5 ay önce. Abi aynen. Süleyman'a da söyledi. Ama burada bir strateji mi uyguluyor? Başka bir şey mi? Abi. Was Özışık dann bestätigte. Packer betonte in diesem Gespräch die langjährige Unterstützung, die er und seine Familie für Soylu leisteten, um ihn in der Politik zum Erfolg zu verhelfen. Darüber hinaus bezeichnet er Soylu als sein eigentliches Rückflugticket in die Türkei. Bu kadar emek var abi, o benim dönüş biletimdi ya. Soylu nahm daraufhin an einer Live-Sendung auf TRT teil, um sich im Fernsehen zu den Geschehnissen zu äußern. Während der Sendung konnte er jedoch keinen souveränen Auftritt hinlegen und bezeichnete Packer als einen Schwächling, der sich in der Unterwäsche seiner Frau versteckt. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Ulan senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan! Ben pisliksiz temizlik he! Namussuzsunuz ulan! Am 20. Mai enthüllt Sedat Peker in seinem 6. Video weitere explosive Details. 613 kişiye dinleme kararı çıkarttı. FETÖ'den aldı bilgileri dersiniz. Ben onlar gibi aptal değilim bak. Ben onlar gibi aptal değilim, göreceksiniz. Ya bizim bu soruşturmalar haberimiz yoktu, biliyor musunuz? Gazeteci olarak kulislerden mulislerden araştırırsın şey. Ya adam Dubai'de. 613 kişi hakkında dinleme kararının alındığı bilgisi bile ona gidiyor. Ya soruşturmanın, bakın gizli soruşturma. Yani böyle soruşturmaları öyle öğrenemezsiniz yani.
Ve bütün bilgileri tek tek adamı, yani devlet içinden. Yani operasyon olacak, operasyondan önce söylüyor. Yani o çok ilginç tabii. Ya bir de diyorlar işte FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ kim lan? Lan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanı süren şoför kardeştir. Belki sana yemek getiren biziz. Belki bahçıvan. Belki gittiğiniz yerdekinin. Biz herkesten kalabalığız. Vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardır. Onları hiç kimse bilmez. Ya FETÖ lan bırak. Er behauptet, Süleyman Soylu habe Ibrahim Kalın, den heutigen Leiter des türkischen Geheimdienstes, beschatten lassen, trotz Kalins Unterstützung für Soylu. Peker gesteht auch für die Angriffe auf die Hürriyet-Zeitung am 7. und am 8. September 2015 verantwortlich gewesen zu sein, nur einen Monat vor den Neuwahlen. Den Auftrag dazu erhielt er vom AK-Parti-Politiker Metin Külün. 200 Demonstranten wurden mit Fahrzeugen zum Gebäude der Zeitung gebracht, wo sie den Eingang attackierten. Danach durchbrachen etwa 20 Personen das Eingangstor und bewarfen das Gebäude mit Stöcken und Steinen, bis sie von den Sicherheitskräften abgewehrt wurden. Dieser Angriff markierte auch den Beginn des Verkaufsprozesses der Doğan Medien an die regierungsnahe Demirören Holding, einen kritischen Wendepunkt in der Medienlandschaft der Türkei, auf den Peker später noch näher eingehen wird. Mit seinem 7. Video stellt Sedat Peker einen unglaublichen Rekord auf und lässt mehrere Bomben platzen. Es geht um das Schmuggeln von tonnenweise Puderzucker in die Türkei, Abdullah Öcalan und ermordete Journalisten. Peker erklärt, wie Erkan Yıldırım, der Sohn des ehemaligen türkischen Ministerpräsidenten Binal Yıldırım, in die Verschiffung von Tonnen von Puderzucker in die Türkei verwickelt ist. Dabei enthüllte er, dass das Puderzucker ursprünglich direkt aus Kolumbien in die Türkei gelangte. Nachdem jedoch im Juni 2020 eine Lieferung von 4,9 Tonnen abgefangen wurde und sich die Kontrollen in Kolumbien verschärften, wurde eine neue Route etabliert, bei der die Ware über Venezuela in die Türkei transportiert wurde. Erkan Yıldırım spielte dabei eine Schlüsselrolle. Yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Reiste Anfang 2021 zweimal nach Venezuela. Offiziell war der Grund seiner Reise die Unterstützung im Kampf gegen Covid-19, indem er Masken und Testkits nach Venezuela brachte. Peker rief dazu auf, Venezuela zu kontaktieren und zu erfragen, ob Erkan Yıldırım während seines Aufenthalts den Hafen von Caracas besuchte, um dort ein spezielles Areal zu mieten. Und falls ja, über wen er dieses gemietet hat. Laut Peker ist das Puderzucker interessanterweise nicht für den europäischen Markt bestimmt, da es dort mit etwa 45.000 Euro pro Kilo relativ billig ist. In der Türkei ist der Preis höher, doch am teuersten ist das Puder im Nahen Osten, weshalb es dorthin verkauft wird. Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin Euro'larda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı. Ama esas pahalı olan yer Orta Doğu. Peker legt danach offen, dass die Geldwäsche dabei über Halil Falyalı läuft, den er als den Eigentümer von Zypern bezeichnet. Falyalı soll den Kopf des illegalen Glücksspielmarktes des ganzen Landes sein und besitzt mehrere Hotels und Casinos. Obwohl Falyalı international gesucht wird, insbesondere von der amerikanischen Drogenvollzugsbehörde und es in der Türkei Ermittlungsakten gegen ihn gibt, wird er dennoch in Ruhe gelassen. Gleichzeitig betont Peker auch, dass er Binali Yıldırım nicht mit diesen Aktivitäten in Verbindung bringt. Außerdem enthüllt er in späteren Videos, dass Erkan Yıldırım Anfang von Falyalı erpresst wurde, um bei diesen Geschäften mitzuwirken. Rund ein halbes Jahr nach diesem Video wurde Halil Falyalı bei einem Attentat getötet. Peker setzt zudem Mehmet Ağar ins Zentrum dieser Machenschaften und verweist darauf, dass diese Strukturen schon seit vielen Jahren bestehen. Er weist auch darauf hin, die Verbindung zwischen Süleyman Soylu und Erkan Yıldırım genauer zu betrachten, um zu verstehen, wie es möglich ist, dass der Puderzucker problemlos in die türkischen Gewässer gelangt. Devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim. Sedat Peker beginnt damit, sich selbst zu belasten, während er über seine Vergangenheit mit Mehmet Ağar auspackt. Er gesteht, wie er als junger Nationalist instrumentalisiert wurde, um gegen Geschäftsleute und andere Persönlichkeiten vorzugehen. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik. Milleti coşturuyorlar. Herkesi birbirine sokuyorlar.
Ein erschütterndes Beispiel ist der Mord an dem Journalisten Kutlu Adalı im Jahr 1996. Adalı war bekannt für seinen kritischen Bericht über den zunehmenden Glücksspiel- und Drogenhandel sowie über den Präsidenten von Zypern. Auf Anfrage von Ağar, Adalı zu beseitigen, stellte Peker ihm seinen Bruder Attila zur Verfügung. Dieser reiste dann mit dem ehemaligen Mitagenten Korkut Eken nach Zypern. Peker sagt, dass man die Reisedaten über Turkish Airlines überprüfen kann, um ihre Anwesenheit vor Adalı's Tod zu bestätigen. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana dedi. Öz kardeşimi. Evet. Attila Peker'i dedi. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır. Sokaklardan yetişti. Türk Hava Yolları uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm hard diskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Attila Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Doch letztendlich, so Peker, wurde Adalı von einer anderen Gruppe aus Ağar's Umfeld ermordet. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam. Bugünleri görmüş adam bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Abdullah Çatlı, der zur Zeit von Adalı's Tod auf Zypern war. Die Kugeln, die Adalı töteten, waren identisch mit denen, die bei der Ermordung von Ömer Lüfti Topal verwendet wurden. Eine Waffe mit Çatlı's Fingerabdrücken. Da die Ermittlungen zum Mord an dem Journalisten Kutlu Adalı als unzureichend betrachtet wurden, verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei im Jahr 2015 zur Zahlung von 95.000 Euro an Adalı's Ehefrau. Sedat Peker beginnt auf Verbindungen zwischen Abdullah Öcalan und dem türkischen Geheimdienst hinzudeuten. Er erzählt von der schwarzen Liste der kurdischen Geschäftsleute aus den 90ern, welche die PKK finanziell unterstützt haben sollen. Peker legt dabei offen, dass diese Leute alle in Drogengeschäfte verwickelt waren und Mehmet Ağar mit seiner Position in der obersten Polizeiführung von ihnen Geld eintrieb. Mehmet Ağar. Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaş'ın bütün savaş buldan, tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamları diyorlar ya, hayır, uyuşturucu işi yapıyorlardı hepsi. Hepsinden para aldı, hepsinden. Hepsinden, her işlerini hallediyordu. Wurden die Zahlungen nicht geleistet, setzte Ağar unter anderem Peker ein, um sie unter dem Vorwand, sie würden die PKK unterstützen, zu bedrohen. Ama Mehmet Ağar'ın yaptığı bu organizasyonların hepsi kendi cebi içindi. Gördüm, yaşadım. Yabancı iş adamını arattırıyorlardı bu. PKK'ya para veriyor, ortak dostumuz. Ya dedim abi bu adam Çorumlu nasıl dedim PKK'lı olur. Ya dedi veriyormuş. Adama küfür kafiri biz arayıp sonra adamın yanına gidiyor ki cebimiz bu çatı parayı da tabii ya. Als Ağar jedoch beschloss, Präsident der Türkei werden zu wollen, begann er all diese Personen zu beseitigen, um seine kriminelle Vergangenheit zu bereinigen. Peker öffnet im Zusammenhang damit das Kapitel über den berühmten Journalisten Uğur Mumcu, der 1993 durch eine Autobombe starb, und nennt Mehmet Ağar als Täter. Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim? Katilin önce gelir Mehmet Ağar. Insbesondere Peker hervor, dass man sich genau anschauen soll, was Uğur Mumcu kurz vor seinem Tod publiziert hat. Görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Bence şehittir. Ya namuslu adamdı, şerefli adamdı ya. Ya her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Zwei Wochen bevor Mumcu starb, schrieb der Journalist über Verbindung zwischen dem Barzani-Stamm, der CIA und dem Mossad. Er stellt dabei die Frage, wenn die Kurden für ihre Unabhängigkeit gegen den Kolonialismus kämpfen, was machen dann die CIA und der Mossad unter den Kurden? Danach gab er bekannt, in seinem nächsten Buch die Verbindung zwischen Geheimdiensten und kurdischen Nationalisten zu erklären, wo er der Annahme nachging, dass Abdullah Öcalan eine Zeit lang für den türkischen Geheimdienst tätig war. Peker erklärt zudem, dass in den Gebieten, die von Terrorismus geplagt sind, oft Drogen angebaut und Waffen geschmuggelt werden. Hep terörbölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur, uyuşturucu satışları. Dikkat edin. Hep ama. Ve silah ticaret. Er erwähnt auch, dass es Kräfte gibt, die keinen Frieden zwischen der PKK und dem türkischen Staat wollen, und lässt vermuten, dass der türkische Geheimdienst und Mehmet Ağar möglicherweise eine Zeit lang in Drogen- und Waffengeschäfte mit Öcalan verwickelt waren. Zudem kündigt Peker an, in einem anderen Video noch tiefer auf Öcalan einzugehen. İki sorun var. Gelecekte bizi büyük felaket bekliyor. Kürt meselesi, Alevi meselesi. Ya çözümleri çok basit.
çözülmemesi için hep uğraşılmış. Mit dem siebten Video bringt Sedat Peker und Recep Tayyip Erdoğan auf das Spielfeld. Erdoğan hatte sich zuvor fast einen Monat lang nicht zu Peker geäußert, doch nun bezeichnet er Pekers Enthüllung als eine Verschwörung gegen die Türkei. Er verteidigt Süleyman Soylu, Binali Yıldırım und dessen Sohn Erkan Yıldırım. Die Tatsache, dass Peker hier Personen aus Erdoğans engem Umfeld einbezog, könnte als ein strategischer Schachzug gedeutet werden. Dieses Video zielte wahrscheinlich darauf ab, Erdoğan dazu zu bringen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, um weitere gravierende Aussagen zu verhindern. Nur einen Tag nach diesem Signal von Peker an Erdoğan trat Süleyman Soylu wieder live auf und legte erneut keinen souveränen Auftritt hin. Soylu wies in der Show alle Anschuldigungen zurück, dass er Sedat Peker kenne oder Kontakt zu ihm hatte. Er ging sogar so weit zu sagen, dass er bereit sei, sein Leben zu opfern, wenn er lügen sollte. Einen Tag später, am 25. Mai, veröffentlichte Peker ein weiteres heimlich aufgenommenes FaceTime-Gespräch. Dieses Mal mit seinem Verwandten Reşat Hacı Fazlıoğlu, den Soylu in der Sendung als seinen Freund bezeichnet hatte. Das Video trug den Titel: Wenn du einen Funken Ehre hast, solltest du deinen Posten aufgeben. In diesem Gespräch ließ sich Peker bestätigen, dass sie Soylu von Anfang an in seiner politischen Karriere unterstützt und in ihn investiert haben. Zudem sagt er, dass sie für Soylu in die Konfrontation mit Berat Albayrak gezogen sind. Abi, bir Ankara'ya gitsen bu işi toparla. Biz bu adama güveniyoruz ya. Bu adamın yüzünden abi biz bu kadar şey yaptık. Ya ona yarıyordu. Bütün onun düşmanlarını diskalifiye ettik abi. Bu... Damit widerlegte Peker nun schon zum zweiten Mal eine Aussage von Soylu und gewann immer mehr an Popularität. Recep Tayyip Erdoğan wird nun von Peker in seinem achten Video direkt angesprochen. Erdoğan, der Peker als ein Teil einer internationalen Verschwörung abgetan hatte, bekommt nun eine direkte Drohung von Peker. Dieser will im nächsten Video ihre gemeinsame Vergangenheit enthüllen. O zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi, kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık? Ne zaman görüştük? Peker verspricht sowohl bekannte als auch bisher unerzählte Geschichten aus der gemeinsamen Zeit mit Erdoğan zu beleuchten. Er betont, dass er Erdoğan unterstützt hat, lange bevor dieser eine bekannte politische Figur wurde. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Schließlich taucht Peker nun in das Thema der illegalen Waffengeschäfte der Türkei ein. Peker gesteht offen, Waffen nach Aserbaidschan gesendet und an der Aufstellung einer Armee in Katar mitgewirkt zu haben. Peker nimmt dann Bezug auf die illegalen Waffenlieferungen der Türkei an die Terrororganisation Al-Nusra, den syrischen Zweig der Al-Qaida, der Verbindung zum IS. Diese Waffenlieferungen sollten im Kampf gegen die Regierung von Assad helfen und wurden öffentlich bekannt durch die Enthüllung des ehemaligen Chefredakteurs der Cumhuriyet, Can Dündar, als die Konvois an der Grenze 2014 entdeckt wurden. Peker selbst berichtet, dass er in Koordination mit einem Parlamentsabgeordneten Hilfskonvois nach Nordsyrien zu den Bayrubucak-Türkmenen organisierte, die neben Kleidung auch Funkgeräte und militärisches Material enthielten. Doch zu seinen Hilfslieferungen wurden weitere LKWs hinzugefügt, organisiert von einer Gruppe innerhalb von Sadat, einem privaten Sicherheits- und Militärunternehmen, das 2012 von einem Chefberater Erdoğans gegründet wurde. Die Lieferungen wurden weiterhin unter Sedat Pekers Namen durchgeführt, obwohl er schon erahnte, dass diese zusätzlichen LKWs Waffen transportierten. Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki, ya bu gidenler El-Nusra'ya gidiyor diyor. Benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. Sadatçılar yolladı. Er ging zunächst davon aus, dass diese Waffen an türkmenische Rebellen einer anderen Region geliefert wurden, musste jedoch später feststellen, dass sie an die Al-Nusra von gingen, deren Agenda er nicht unterstützen wollte. Peker enthüllt zudem, dass es einen illegalen Handel mit Öl zwischen der Türkei und der Al-Nusra gab. Aber böyle bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Büyük montanlılar. Kaçakan petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba, bunlar milyarlarca dolarlık para öyle. Şey dinlemeyin. Büyük para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz. Devlet. Er behauptet, dass Berat Albayrak, ein Vertrauter des Präsidenten Erdoğan und andere einflussreiche Leute an diesem Geschäft beteiligt waren. Dabei betont er, dass das Geld aus diesen Geschäften nicht dem türkischen Staat zugute kam, sondern in die eigenen Taschen der Beteiligten floss. Während ihr mich jetzt als Mafioso abstempelt, habt ihr während der AK-Parti-Wahlkampagne meinen Kaffee millionenwert verteilt, so Sedat Peker in seinem neunten Video. Dabei geht es um die Marke Tari Beyoğlu Kurukavecisi Muhabbet. Peker betont dabei, dass er für diese großzügige Unterstützung nie eine Gegenleistung erhielt. He, bir de bana diyorlar ya pislik mafya. Ki AK Parti'nin seçim zamanlarında o dağıttığı kahve var ya. Tarihi Beyoğlu kuru kahvecisi. Benim de o.
La hani ben pislik mafyaydım? Ulan onlarca milyon liralık kahveyi alıp benden siz dağıtmadınız mı her seçimde? Ein nächster Punkt in diesem Video ist das Korruptionssystem, das in den Belediyes, also Stadtverwaltung, herrscht. Dabei erklärt Pekker, wie Schmiergelder nicht direkt am Bürgermeister gehen, sondern über Umwege zu Unterverbänden fließen, wo sie offiziell für wohltätige Zwecke gespendet werden. Devletle ne ilgisi var lan bunun? Kahpesiniz lan, kahpe! Zudem spricht er davon, wie Aufträge vom Staat künstlich aufgebläht und die überschüssigen Mittel unter den Beteiligten aufgeteilt werden. Beispielsweise wird von der Stadtverwaltung eine Rechnung für einen Auftrag in Höhe von 1 Million Lira erstellt, obwohl dieser Auftrag für 100.000 Lira erledigt werden könnte. Das restliche Geld wird dann unter den Beteiligten eingesteckt. Darüber hinaus geht er oberflächlich auf das Mittelsmann-System in der Türkei ein, welches seit über 30 Jahren besteht. Wenn Stadtverwaltungen eine Ware oder Dienstleistung kaufen wollen, geschieht dies nicht direkt, sondern über Vermittler. Jeder dieser Vermittler hebt dabei eine Provision auf den Betrag und gibt den Auftrag an einen anderen Vermittler weiter, wodurch der Preis immer weiter steigt, bis der Auftrag den eigentlichen Produzenten oder Dienstleister erreicht. Am Ende zahlt der Staat viel mehr, als das Produkt eigentlich wert ist. So kann etwas, das ursprünglich nur 10 Lira kostet, am Ende 150 Lira kosten, da drei Vermittler an diesem Geschäft verdienen. Diese Mittelsmänner haben dann Verbindungen zu Bürgermeister oder anderen Personen in der Verwaltung und profitieren somit von Steuergeldern. In einem weiteren Präsentation im Geständnis enthüllt Pekker, dass er die Rocker-ähnliche Gruppierung Osmanen Germania in Deutschland auf Anfrage des AK-Parti-Politikers Metin Külünk finanziell unterstützt hat. Ja, biz para verdik mi? Böyle veririz kardeş. Veya Almanya'da o dernekler var ya, iyi arkadaşlar, ben onları seviyorum. Mesela onlara rica ederdi, para yollar mısın diye, el altından onlara para yollardı. Gleichzeitig betont Pekker, dass er auch mit den Kühlung bereits erhebliche Geldsummen überreicht hat. He, daha çoğunu verdim. 10.000 vermedim. 150 değil ama çok daha fazlasını verdim. Aber kurz zum Hintergrund. Metin Külünk steuerte und finanzierte ein Netzwerk von Organisationen und Gruppen in Deutschland, die die Interessen der AK-Partie vertreten sollten. Während der Ermittlungen, welche die Verbindungen der Osmanen-Germania zu türkischen Regierungskreisen aufdecken, geriet Külünk ins Visier der deutschen Behörden. Abhöraktionen enthüllten Gespräche zwischen ihm, dem türkischen Präsidenten Erdogan und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, wodurch das Ausmaß dieser politischen Einflussnahme der Türkei in Deutschland ans Licht kam. Sedat Peker beleuchtet anschließend den Skandal um den Kauf vieler regierungsnahen Medien in der Türkei. Es geht um Yıldırım Demirören, einem engen Vertrauten von Präsident Erdogan und Inhaber eines Medienimperiums. Yıldırım Demirören nahm 2018 einen Kredit in Höhe von 715 Millionen Dollar von der Ziraat Bank auf, um Doğan Holding zu kaufen, zu der Medien wie Hürriyet, Vatan, Milliyet, CNN, Türk und Kanal D gehören. Aufgrund der Angriffe auf die Hürriyet durch Sedat Peker war Doğan Holding besorgt über weitere Unruhen und stimmte unter anderem auch deswegen den Preis von 750 Millionen Dollar zu, obwohl sie weitaus mehr wert waren. Aydın Doğan tabii kargaşalardan korktu yavrum, verdi yerleri. 750 milyon dolar, aslında bir tanesi o kadar para ederdi. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası kimin? Devleti. Devlet kimin? Milletin. Yani sizin. Yani siz patronusunuz, siz vergisini veriyorsunuz ya. Devletin çarkoyuyla işliyor. O da devletin bir kurumu. Şimdi bu devletten 750 milyon dolar kredi aldı. Kaç sene önce. Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi, biliyor musunuz bu sahtekar? Ya ana parayı bırak, faizlerini bile ödemedi. Allerdings wurde der Kredit an die Ziraatbank nicht zurückgezahlt und Demirören verpfändet das Grundstück, auf dem sich der Golfplatz Kemal Country in Istanbul findet, um die Kreditschulden zu decken. Das Grundstück, das weite Grünflächen umfasst, wurde vom Ministerium für Umwelt und Urbanisierung zur Wohnbebauung freigegeben, obwohl es unter anderem als Sammelgebiet für Erdbebenfälle vorgesehen ist. O Kemal Country'deki yeri imar açacaklar. Yani o arsa kimin? Gene halkı. İmarı açınca tarla olarak verecekler. Hani Süleyman'ın var ya Ankara'daki akrabası, o işleri yapıyor. Hop, bir imar artışı 10 milyonluk yer 1 milyarlık oluyor. Üzerine kulübe koyamadığın yere 100 katlı binalar dikiyorsun tonla. Die Anwohner der Region reichten Klage ein und 2019 entschied das Gericht, die Bebauung abzulehnen, was zu einem erheblichen Wertverlust des Grundstücks führte.
Bis heute wurden nur 3% des Kredits an die Sedatbank zurückgezahlt. Zum Ende des Videos legt Sedat Peker seinen Fokus auf Süleyman Soylu und deckt auf, wie Soylu sich an Fetto-Anhängern bereicherte, indem er ihre rechtlichen Angelegenheiten regelte. Er führt als Beispiel Sezgin Baran Korkmaz an, der als Fetto-Anhänger galt und sowohl in den USA als auch in der Türkei gesucht wurde. Dünyada bir tek Türk yürüdü. FETÖ ile mücadele etmek için Süleyman paralı FETÖ'cüleri sever ya. Bir tek paralıları sever o böyle aslan. Bir kanun çıkardılar. İçişleri Bakanı yetkisiyle pasaportlar iptal ediliyor. Bak yurt dışına çıkış yasağı demiyorum. Kökünden iptal ediyor. Tüm mahkemelerden dağılmıştı bizim Süleyman. Lord Peker informierte Soylu Korkmaz über laufende Ermittlungen und riet ihm, das Land zu verlassen. Nachdem Korkmaz diesem Rat folgte, beschlagnahmte das Innenministerium Vermögenswerte von ihm, einschließlich 45 Millionen Dollar und das Paramount Hotel in Bodrum. Bodrum'da Paramount Hotel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Şimdi bunlar bir de Muğla Emniyet Müdürü. Marina Yarıkalamak vardı ya, el koyulan. Aynı yer. Dikkat edin, hep el koyma operasyonları Muğla'da oluyor. Şimdi de otele el koyuyorlar. Bu adamı arıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. 5 Aralık günü Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna diyor ki, senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Sen diyor yurt dışına çık. Bu adamın parasını da diyor. Yukarının haberi var. Tayyip abi için yukarısı var. Yukarının haberi var. Bu parayı da diyor sil. Sorun çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz. 6 Aralık yurt dışına gidiyor. 28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık ne biliyor musunuz? O 45 milyon doların ödenme günü. Haciz olacak o gün. Sezgin Baran'ın karısını gözaltına alıyorlar. Benim evime gidip karımın da beni korkutmak istediler ya, aynısını o da yapıyorlar. Peker kündigte zudem erneut an, dass er im nächsten Video auf Recep Tayyip Erdoğan eingehen wird, obwohl er dies schon für das aktuelle Video angekündigt hatte. Anstatt wie zuvor angekündigt in seinem 10. Video über Recep Tayyip Erdoğan zu reden, teilte Peker mit, dass er gezwungen ist, seine Videoserie zu unterbrechen. Stattdessen erklärte er, dass die arabischen Behörden ihn aufgrund der hohen Gefahrenlage dazu aufgefordert haben, seine Serie zu beenden. Die Gefahr eines Attentats auf ihn sei sehr hoch und seine Sicherheit kann nicht länger gewährleistet werden. Öncelikle şunu söylemek isterim. Video çekmeme konusu benim fikrim veya benim düşüncem değil. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben yani şahsım kırmızı şeydeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım. Dennoch versichert Peker sein Versprechen einzuhalten und dass dies nicht das Ende bedeutet. Später postete er auf Twitter unter seinem Pseudonym weiter und veröffentlichte Bilder und Videos zu weiteren Korruptionsskandalen, bis auch diese Aktivität von ihm eingestellt wurde. Der Journalist Murat Arel offenbarte durch Gespräche mit Pekers näherem Umfeld, dass mehrere Auftragsmörder auf Peker angesetzt wurden und die Behörden ihm mit digitaler Isolation drohten, sollte er sich weiterhin in den sozialen Medien äußern. Heute befindet sich Peker noch immer in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ist wieder aktiv in den sozialen Medien. Die letzte große Aufmerksamkeit erregte er, als er am 29. Oktober zum 100-jährigen Bestehen der Türkischen Republik auf Werbetafeln in einem Timeswear verkündete: Was ist deine Meinung zu der Person Sedat Peker? Glaubst du seinen Behauptungen und wie beurteilst du seine Entwicklung? Süleyman Soylu wurde 2023 durch den neuen Innenminister Ali Yerlikaya ersetzt, der eine deutlich andere Strategie verfolgt. Insbesondere im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Zu den festgenommenen 10 bedeutende Figuren wie Ayhan Bora Kaplan und Hakan Ayıp, der als meistgesuchter Mann Australiens galt und in der Türkei untergetaucht war. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über dein Abo und ein Like sehr freuen. Da ich so ein Recherche- und Detailfreak bin, war dieses Video mit Abstand das aufwendigste Projekt, was ich je angegangen bin. Daher werde ich in Zukunft kürzere und kompaktere Themen behandeln, um regelmäßiger auf YouTube zu posten.
Außerdem findest du Wissen Türkei auf Instagram, wo ich regelmäßig interessante Fakten und Neuigkeiten rund um die Türkei poste. Falls du die vollständige Videoreihe zu Sedat Peker in einer Uncut-Version und ohne Werbeunterbrechung sehen möchtest, klicke einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Auf Patreon erhältst du für einen kleinen monatlichen Betrag Zugriff auf alle meine YouTube-Videos in der Uncut-Version und ohne Werbung. Deine Unterstützung ist für mich äußerst wertvoll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.